Hallo und herzlich willkommen bei gruselgeschichten.de. Heute ist es mein Bestreben, euch eine schlaflose Nacht zu bereiten. Wenn ihr nicht schlafen könnt, könnt ihr die Zeit gerne nutzen, um einen Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Auf geht's ins Land der dunklen Träume. Ich habe am Oro Lake versehentlich etwas Schreckliches ausgelöst und ich fürchte, es ist immer noch da. Es sollte nur ein Wochenendausflug werden. Etwas Zeit, in der ich mich entspannen und auf mein Schreiben konzentrieren kann. Ich weiß nicht, wie dieser ganze Wahnsinn real sein kann. Ich habe einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, und habe etwas auf die Welt losgelassen. Ich weiß nicht, wie groß die Bedrohung ist, wenn sie dieses Gebiet verlassen kann, oder noch schlimmer, wenn es noch mehr von ihnen gibt. Alles, was ich tun kann, ist, diesen Bericht über alles, was passiert ist, zu schreiben. Hoffentlich dient er als Warnung für alle, die ihn lesen. Was auch immer sie tun, untersuchen sie es nicht und gehen sie nicht in die Nähe des Oro Lake. Das alles geschah während eines Urlaubs. Mein erster Urlaub seit über 5 Jahren. Ich arbeite als Versicherungsmakler für eine private Agentur. Da ich für das Unternehmen unschätzbar war, wie sie es ausdrückten, musste ich leider immer Überstunden machen und war fast ständig im Einsatz. Ich hatte viele Wochen mit wenig oder gar keinem Urlaub und keine Zeit, an meinen Hobbys oder Interessen zu arbeiten, wie zum Beispiel an dem Roman, an dem ich in den letzten Jahren hartnäckig geschrieben hatte. Das bedeutete auch, dass längere Urlaubsperioden für mich nicht in Frage kamen. Der Zufall und ehrlich gesagt auch etwas Pech haben zu diesem Arrangement geführt und vielleicht war das ein Vorzeichen dafür, wie es weitergehen würde. Das Pech war ein gesundheitliches Problem, das vielleicht dadurch verursacht wurde, dass ich so lange ohne Urlaub gearbeitet hatte. Und es stellte sich heraus, dass mein Gehirn das Burnout buchstäblich nicht verkraften konnte. Ich hatte einen kleinen Schlaganfall erlitten und war gezwungen, mich krankschreiben zu lassen, was zu einer seltenen Sache führte, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt hatte. Freizeit. Zugegeben, es ging um die Genesung, aber wegen der Schwere der gesundheitlichen Folgen erlaubte mir meine Arbeit ausnahmsweise eine größere Auszeit. Ich beschloss, eine Hütte am See zu mieten und mich an die Arbeit zu machen, um den Roman zu schreiben, an dem ich seit Jahren gearbeitet hatte. Obwohl ich nie Zeit hatte, viel zu schreiben, hatte ich eine Menge Ideen. Und ich freute mich darauf, sie endlich zu Papier bringen zu können und eine ganze Woche Zeit dafür zu haben. Ich kam am Samstag frühmorgens an und freute mich, als ich auf der Fahrt dorthin die schöne Aussicht sah, die sich vor mir ausbreitete. Es war eine lange Fahrt. Aber die Gegend war erstaunlich und der Oro Lake war ein spektakulärer Anblick mit klarem, blauem Wasser, einem wunderschönen Waldpanorama und einem allgemein erstaunlichen Anblick, der sich mir bot. Ich parkte in der Nähe der Hütte und sah sie zum ersten Mal. Sie war ziemlich klein, aber ehrlich gesagt war das perfekt für mich. Eine nette, gemütliche Hütte, in der ich etwas schreiben konnte, war genau das, was ich brauchte. Ich schnappte mir meinen Koffer, in dem sich nur ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln und Toilettenartikel befanden, und meine Laptoptasche, die hoffentlich den Großteil meiner Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich überprüfte mein Telefon, um die Nachricht zu finden, die ich von dem Airbnb-Besitzer erhalten hatte, und fand den Code, um den Schlüssel zu bekommen. Ich war froh, dass ich die Nachricht als PDF auf meinem Handy gespeichert hatte, da ich nicht mehr auf meinen Posteingang zugreifen konnte. Ein großer Nachteil war, dass es hier kein Telefon oder Datenempfang gab. Als ich die Einfahrt zur Hütte entlang ging, sah ich links und rechts von mir 2 andere Grundstücke in den Bäumen. Es sah so aus, als würde ich Nachbarn haben. Ich erreichte die Tür und fand einen Schlüsselkasten neben der Tür. Ich steckte den Code ein und versuchte sie zu öffnen, aber ohne Erfolg. Ich versuchte es noch 3 weitere Male, aber das Ding schien zu klemmen. Ich überprüfte noch einmal mein Telefon, um die Nummer zu bestätigen, und versuchte es noch einmal, aber immer noch nichts. Ich dachte sofort daran, den Besitzer anzurufen, aber mir wurde klar, dass ich keinen Empfang hatte. Ich ließ frustriert die Schultern hängen und dachte schon, ich müsste nach Hause fahren und mir das Geld zurückgeben lassen, als ich hörte, wie mich jemand von hinten anrief. »Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie müssen den letzten Knopf gedrückt halten, während Sie an der Verriegelung ziehen. Ihre Box bleibt immer wieder stecken und ich habe schon Gäste gesehen, die gegangen sind, weil sie nicht reinkamen.« Ich war so aufgeregt, dass ich nicht einmal daran dachte, Hallo zu sagen, sondern einfach wie ein Roboter die Zahlen ein letztes Mal eintippte und tat, was sie mir gesagt hatten. Und der Schlüsselkasten öffnete sich problemlos. »Hey, das hat geklappt, vielen Dank!«
Oh, kein Problem. Und mein Name ist Claudia. Ich drehte mich schließlich um und sah mir an, wer da war. Es war eine sehr hübsche junge Frau mit roten Haaren und grünen Augen und sie lächelte mich an. Ich war so abgelenkt gewesen, dass es mir plötzlich peinlich war und ich nach Worten rang, als ich die Pause bemerkte, nachdem sie sich vorgestellt hatte. Entschuldigung, mein Name ist Kyle. Nochmals vielen Dank, ich bin gerade erst angekommen und ein bisschen verwirrt, sagte ich und stöhnte innerlich über meine Unbeholfenheit. Freut mich, dich kennenzulernen und ich bin froh, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du gegangen bist. Der Besitzer muss den Schlüsselkasten reparieren, damit seine Gäste nicht draußen festsitzen. Wie lange sind sie hier? Nur eine Woche. Ich nehme einen kleinen Urlaub, um am Schreibtisch zu arbeiten, antwortete ich. Du bist Autor? Wie aufregend. Hast du was geschrieben, das ich vielleicht schon gelesen habe? Fragte sie mit einem Glitzern in den Augen. Ich war erstaunt über ihr aufrichtiges Interesse, errötete ein wenig und sagte es ihr. Nein, kein Professioneller. Ich arbeite nur an einem ersten Entwurf für eine Romanidee, während ich mir Urlaub von der Arbeit nehme. Oh, okay, trotzdem sehr cool. Wenn du Hilfe brauchst, dich einleben oder einfach nur über Bücher reden willst, bin ich gleich da drüben. Sie zeigte auf das Haus, das teilweise von der dicken Baumreihe links von meinem Mietobjekt verdeckt wurde. Das ist toll, vielleicht nehme ich dich beim Wort, wenn ich den Hüttenkoller oder eine Schreibblockade bekomme. Es ist schön, hier so ein freundliches Gesicht zur Begrüßung zu haben. Nochmals danke für die Hilfe dem Schloss, erwiderte ich mit einem Lächeln. Claudia winkte mir zum Abschied zu und ging die Auffahrt zu ihrer Hütte entlang zurück. Ich winkte ihr zurück und war froh, dass sie da war. Ich wusste nicht, ob ich den Mut haben würde, sie einzuladen, wie sie es angedeutet hatte, aber es war schön, so viel zu träumen. Ich öffnete die Tür und ging in die Kabine, mein Gepäck im Schlepptau. Die Kabine war ein wenig muffig. Ich war mir nicht sicher, wie lange es her war, dass der letzte Gast hier war oder wie oft sie gereinigt wurde. Sie war nicht wirklich schmutzig, nur ein wenig schmuddelig und staubig. Als wäre der Raum seit einiger Zeit weder von einem Gast noch vom Eigentümer gestört worden. Die gesamte Einrichtung hatte ein nautisches Thema. An den Wänden und Möbeln hingen Bilder von Fischern, Meerestieren und Booten. Ich fand es ein wenig aufdringlich, aber niedlich. Als ich weiter in die Kabine ging, sah ich ein kleines Badezimmer, in dem ich die wenigen Toilettenartikel ablegte, die ich mitgebracht hatte. Auf der linken Seite des Flurs befand sich ein Schlafzimmer und geradeaus eine kleine Küchenzeile. Schließlich gab es auf der rechten Seite ein kleines Wohnzimmer mit einem Kamin, einem Sessel und einem Sofa. Und durch die Glasschiebetüren gelangte ich auf eine Terrasse mit einem atemberaubenden Blick auf den See, von dem ich in diesem Moment wusste, dass ich dort schreiben wollte. Ich öffnete die Schiebetüren und wurde von einer beruhigenden Brise begrüßt, die vom Ufer des Sees herüberwehte. Ich fühlte mich schon besser und ließ meinen Koffer im Wohnzimmer auf dem Boden stehen, nahm meinen Laptop und legte ihn auf den Terrassentisch, um mich an die Arbeit an meinem Roman zu machen. Es fühlte sich an, als sei keine Zeit vergangen, und wäre da nicht der orangefarbene Schimmer der untergehenden Sonne gewesen, hätte ich nicht gewusst, wie viel Zeit vergangen war. Ich hatte den ganzen Tag hier gesessen und kaum eine Pause gemacht. Ich merkte, dass ich hungrig war und wusste, dass es eine schlechte Angewohnheit war, mich so sehr auf mein Buch zu konzentrieren, dass ich vergaß, Pausen zu machen. So schön war es auch, sich auf mein Buch zu konzentrieren. Da ich nun bald kein natürliches Licht mehr haben würde, beschloss ich, mir etwas zu essen zu holen. Mir fiel auf, dass ich vergessen hatte, etwas zu essen einzupacken, und so durchsuchte ich die Küche, um etwas zu finden. Es gab nicht viel, nur eine Dosensuppe und eine Schachtel Kekse mit Soda. Ich dachte mir, das würde reichen und morgen würde ich die paar Meilen bis zur nächsten Stadt zurückfahren, in der ich einen Lebensmittelladen gesehen hatte. Während ich schweigend meine Suppe aß, wanderte mein Blick zum See. Der Anblick war atemberaubend und es sah aus, als würde die Sonne darin versinken, während der Rest des Tageslichts aus dem Blickfeld verschwand. Ich saß da, zufrieden mit dem, was ich heute erreicht hatte, und freute mich auf den Rest meines Urlaubs. Ich wollte gerade aufstehen und ins Wohnzimmer gehen, um mein Gepäck zu holen, als ich in der Nähe der Mitte des Sees eine große Wasserfontäne sah, die fast wie ein kleiner Wirbelsturm aussah. Kaum war sie aufgetaucht, verschwand sie auch schon wieder. Ich rieb mir ungläubig die Augen und fragte mich, was ich da gerade gesehen hatte. Als ich weiterschaute, glaubte ich, einen seltsamen Nebel aus dem Wasser aufsteigen zu sehen, und in der Nähe der Stelle, an der ich den aufsteigenden Mond gesehen hatte, war ein unglaublich kurzer Lichtblitz in der Luft. Es war ein sehr mysteriöser und fesselnder Anblick,
aber auch leicht beunruhigend und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich beschloss, mir keine Gedanken darüber zu machen und noch ein wenig im Wohnzimmer zu schreiben, bevor ich ins Bett ging. Ich richtete mich ein und machte das Licht aus. Als ich so dalag und darauf wartete, einzuschlafen, bemerkte ich eine Vielzahl angenehmer Umgebungsgeräusche. Das rhythmische Summen der Grillen, das gelegentliche Quaken der Frösche in der Ferne und etwas, das wie das Heulen einer Eule in der Dunkelheit klang, waren nur einige davon. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann in dieser Nacht gegen Mitternacht nach oben ging. Es war merkwürdig still und die vorherigen Umgebungsgeräusche waren verschwunden. Ich war gerade dabei, wieder einzuschlafen, als ich etwas Neues hörte. Es war schwach, aber wahrnehmbar und klang wie ein Windspiel, das in unregelmäßigen Abständen anschlägt. Das Geräusch an sich wäre nicht allzu unangenehm gewesen, aber es gab eine merkwürdige zeitliche Verzögerung zwischen den Tönen, die unnatürlich wirkte. Das Schlimmste war der seltsame Druck in der Luft, der mir in den Pausen zwischen den Glockenschlägen Kopfschmerzen bereitete. Ich versuchte, das Geräusch zu ignorieren und wieder einzuschlafen, aber es war unmöglich. Und wenn überhaupt, dann schien es umso eindringlicher zu klingen, je mehr ich versuchte, es zu ignorieren. Ich zog mir ein Kissen über den Kopf und wälzte mich noch ein paar Minuten hin und her, bevor ich beschloss, aufzustehen und nachzusehen, was die Ursache war. Ich hoffte, dass es eine Quelle hatte und dass es nicht ein seltsames Klingeln in meinen Ohren war, das einen weiteren Schlaganfall ankündigen würde. Eigentlich sollte ich es ruhig angehen lassen. Aber der heutige Tag fühlte sich fast wie ein Arbeitstag an, so viel hatte ich geschrieben. Trotz der Besorgnis siegte meine Neugier und ich machte mich auf die Suche nach der Quelle dieses seltsamen Geräuschs. In der Hütte war es stockdunkel und ich tastete nach den Lichtschaltern, um etwas sehen zu können. Bevor ich das Flurlicht fand, entdeckte ich draußen eine seltsame Lichtquelle und stellte fest, dass der See selbst ein merkwürdiges Licht ausstrahlte. Ich vermutete, dass es sich um einen Trick des Mondes handelte, der das seltsame Leuchten auf dem See selbst verursachte. Aber ich hatte dieses spezielle Lichtspektrum noch nie gesehen und war mir daher nicht sicher. Ich schaltete das Flurlicht ein und schloss die Augen, um den plötzlichen Wechsel von fast völliger Dunkelheit zum Licht zu verhindern. In den Momenten, in denen meine Augen geschlossen waren, konzentrierte sich mein Gehör und ich hörte wieder das rasselnde, klingende Geräusch. Diesmal war es deutlicher und klang, als käme es von unten, vielleicht aus den Dielen? Ich fand das besonders seltsam, da das Geräusch nicht mit dem übereinstimmte, was man unter der Erde erwarten würde. Denn ein Glockenspiel braucht normalerweise Wind, um einen Ton zu erzeugen. Doch je mehr ich hinhörte, desto sicherer war ich, dass es von etwas unter der Kabine kam. Ich glaubte, die Stelle unter der Hütte gefunden zu haben, an der ich das Geräusch am stärksten hörte. Ich erinnerte mich, dass ich einen kleinen Zugang zu den Paneelen unter der erhöhten Terrasse gesehen hatte und beschloss nachzusehen, ob es dort vielleicht einen Kriechgang oder etwas anderes gab, das ich nutzen konnte, um nachzusehen, damit ich nicht die Bodenpaneele entfernen und Ärger mit dem Eigentümer bekommen musste, falls ich meine geistesgestörte, mitternächtliche Suche als fruchtlos und banal herausstellte. Ich trat nach draußen und wurde von einer bitteren Kälte in der Luft überrascht. Ich bedauerte, dass ich meinen Mantel nicht angezogen hatte, aber mir fiel ein, dass ich ihn im Auto gelassen hatte und so eilte ich zu dem Bereich neben der Terrasse und zu meinem Glück fand ich, nachdem ich eine kleine Platte umgelegt hatte, einen Kriechgang, unter den ich klettern und nachsehen konnte. Als ich gerade hineingehen wollte, fiel ich plötzlich zurück und wäre fast aus der Haut gefahren, als ich von einer kleinen Hirschfamilie überrascht wurde, die in der Nähe stand, schockierend nah an der Stelle, wo ich stand. Ich hatte keine Ahnung, wie sie so nah herankommen konnten, ohne sich zu erschrecken. Aber sie sahen aus, als wären sie in einer Art seltsamen Trance und schienen sich nicht für mich zu interessieren. Vielleicht haben sie das Geräusch auch gehört. Ich bückte mich und schob mich in den Kriechgang. Das Geräusch wurde jetzt sehr laut, fast so, als würde es an Geschwindigkeit und Lautstärke zunehmen, nur weil ich mich ihm näherte. Ich begann, das kleine Abenteuer zu bereuen, als ich langsam durch einen feuchten, kalten Tunnel aus alten Spinnenweben und verrottetem Gerümpel kroch, was auch immer sich hier unter der Hütte niedergelassen hatte. Das Geräusch hämmerte jetzt praktisch in meinem Kopf und ich befürchtete, dass der hörbare Angriff mir tatsächlich Schaden zufügen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch schon zu weit gekommen und nachdem ich mich durch die Dunkelheit gewühlt und gekratzt hatte, spürte ich etwas anderes.
Es fühlte sich an wie eine Art kleiner Kasten. Es war surreal, das Kästchen fühlte sich warm an. Und als ich es ergriff, hörte das Klingeln, das so penetrant war, dass ich dachte, mein Kopf würde platzen, völlig auf. Ich begann rückwärts aus dem Kriechkeller zu kriechen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Als ich merkte, dass das schwache Pulsieren nicht ganz verschwunden war, es hatte sich beruhigt, als ich es berührte, aber jetzt erwachte es langsam wieder zum Leben. Als ich aus dem Kriechkeller herauskam und mich abstaubte, war das Läuten wieder da. Ich brachte es unter das Licht, damit ich sehen konnte, womit ich es zu tun hatte. Es war eine seltsam aussehende Schachtel mit sehr beeindruckenden, handgeschnitzten Motiven verschiedener Meerestiere und einem Haken und Verschluss, der aus den Zähnen eines Meerestieres zu bestehen schien. Vielleicht sogar aus einem Hai oder so. Es schien aus einer Art Elfenbein handgeschnitzt zu sein, obwohl die Farbe und die Textur etwas abweichend wirkten und ich konnte nicht genau sagen, woraus es gemacht war. Ich löste den kleinen Haken und den Zahn und der Deckel öffnete sich langsam und gab einen seltsamen Gegenstand frei. Es sah aus wie eine Art Stimmgabel, war aber aus einer Substanz gefertigt, die wie eine Mischung aus einer Legierung und natürlichem Meereskorall aussah. Der Gegenstand war faszinierend. Ich fragte mich, wer ihn hierher gelegt hatte und warum. Und warum gab es dieses seltsame Geräusch von sich? Es klang wie ein Glockenspiel, aber ich hatte keine Ahnung, welche Kraft es dazu gebracht hatte, diesen Ton zu erzeugen. Ich dachte mir, dass ich mit weiteren Untersuchungen warten würde, bis ich wieder in der Hütte war. Ich ging von der Veranda zurück zur Haustür und kaum hatte ich dem See den Rücken zugewandt, begann das Objekt ein unbändiges Summen und Brummen von sich zu geben, das mir die Zähne wehtaten. Ich drehte mich um und verspürte einen seltsamen Drang, das Ding loszuwerden. Aber ich bemerkte, dass die Intensität nachließ, als sie in die andere Richtung zum Innenhof zurückging. Und der Ton wurde leiser und beruhigender, als ich in diese Richtung ging. Dieses Verhalten war sehr seltsam und mir wurde bald klar, dass dieses kleine Objekt irgendwie seinen Klang und seine Frequenz veränderte, je nachdem wie nah oder wie weit es von der Richtung des Sees entfernt war. Ich testete die Theorien ein weiteres Mal und tatsächlich, wenn ich mich vom Wasser entfernte, heulte und protestierte es. Wenn ich auf es zuging, gab es nur einen beruhigenden Ton von sich. Das Ding war faszinierend. Es funktionierte wie eine Art Wünschelrute. Aber wie es diese Töne erzeugte, konnte ich nicht herausfinden. Ich war so müde, dass ich ins Haus ging und dachte, ich könnte mich morgen darum kümmern. Aber selbst wenn ich es draußen auf der Terrasse stehen ließ, läutete es immer noch unaufhörlich, als wollte es zum Wasser gehen. Dann traf ich eine verhängnisvolle Entscheidung und beschloss, das Ding zu nehmen, um zum See zu gehen. Als ich näher kam, hörte ich immer noch das angenehme Läuten und als ich es in der Hand hielt, bemerkte ich auch ein seltsam pulsierendes Gefühl, das sich auf beunruhigende Weise wie eine Art Herzschlag anfühlte. Schließlich erreichte ich den Rand des Wassers und das seltsame Gerät vibrierte vor unsichtbarer Energie. Und jetzt bemerkte ich auch neue, sensorische Anzeichen. Das Ding glühte in einem schwachen, züngelnden Licht. Ich sah von dem Gegenstand in meinen Händen auf und blickte auf den See hinaus. Zu meinem Entsetzen bemerkte ich das gleiche Licht, das vom Wasser des Sees ausging. Ich begann mir Sorgen zu machen, weil ich dieses seltsame Ding in der Hand hielt. Vielleicht war es eine Art Strahlung und ich würde davon krank werden. Diese Art von Glühen kann nicht natürlich sein. Meine Gedanken kreisten um andere Dinge, wie das seltsame Geräusch, die pulsierende Bewegung und alle anderen seltsamen Dinge, die in der letzten Stunde passiert waren. Ich stand regungslos am Ufer und dachte über die Abnormität der Situation nach, als mich etwas aus der Trance riss, in der ich mich befand, und mir klar wurde, dass mir der Gedanke nicht gefiel, dieses Ding so nah am Wasser zu haben. Ich drehte mich um und wollte weggehen, als ich auf einem Fleck Schlamm ausrutschte und mit dem Gesicht voran auf den Boden fiel. Die Stimmgabel fiel mir aus den Händen und schlug mit einem schrillen Geräusch auf den Boden auf, von wo aus sie ins Wasser glitt. Ich stand schnell auf und hechtete vorwärts, um es zu bergen, aber trotz seiner anfänglichen, mangelnden Trägheit hatte das Wasser es irgendwie tief in den See gespült, und ich sah, wie seine leuchtende, pulsierende Form durch das Wasser in den tiefsten Teil des Sees glitt. Ich beobachtete das ätherische Schauspiel vom Ufer aus, als der seltsame kleine Schlüssel schnell durch das Wasser trieb und nie aufhörte, in strahlendem Licht zu klingeln und zu pulsieren. Als es sich der Mitte des Sees näherte,
dachte ich, es würde weitertreiben, vielleicht zur anderen Küste. Doch irgendwie hörte es völlig auf. Es schwebte regungslos da und war nur noch durch das Licht sichtbar, das es weiterhin ausstrahlte. Dann gab es ein Geräusch wie eine Lawine und das schreckliche Aufplatzen von Gestein, fast so, als ob die tektonischen Platten der Erde selbst in eine Subduktionszone übergingen. Das Licht verschwand aus der Sicht und der See war wieder still. Ich wusste nicht, was zum Teufel ich gerade gesehen hatte. Das bizarre kleine Schmuckstück war verschwunden, vom See verzerrt. Warum war das Licht verblasst und dieses seltsame Geräusch verstummt? Verwirrt und verstört von dem, was ich gesehen hatte, saß ich eine Weile in fassungsloser Stille am See. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass ich zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn darin hatte und ging wieder zurück in die Hütte, um mich etwas auszuruhen. Ich hatte in dieser Nacht einen unruhigen Schlaf, als es mir endlich gelang, wieder einzuschlafen. Ich träumte von den bizarren Lichtern im See und dem seltsamen Stimmgerät, das ich gefunden hatte. Irgendetwas fühlte sich falsch an und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie einen großen Fehler gemacht hatte, als ich es in das leuchtende Wasser des Sees fallen ließ. Früher habe ich nie viel Wert auf Wahrsagungsträume gelegt, aber jetzt weiß ich, wie recht ich hatte, Angst zu haben. Irgendwann am späten Vormittag bin ich aufgewacht und habe versucht, mich zu orientieren. Ich fühlte mich schrecklich und wusste, dass ich nicht genug geschlafen hatte. Aber ich konnte nicht mehr ausschlafen, obwohl ich es versuchte. Also beschloss ich, mich darauf einzulassen und in der Küche eine Kanne Kaffee zu kochen, um meine geistige Müdigkeit in den Griff zu bekommen. Als ich in die Küche ging, klopfte es an meiner Tür. Ich fragte mich, wer es sein könnte und dachte, es könnte Claudia sein, die nach mir schaute. Ich habe versucht, meine Haare nach hinten zu streichen, um ansehnlicher auszusehen. Aber ohne die Hilfe eines Spiegels wusste ich, dass ich nach letzter Nacht höllisch aussah. Ich fürchtete mich davor, die Tür zu öffnen, aber mir fiel keine Entschuldigung ein. Also nahm ich meinen Mut zusammen und öffnete die Tür, während ich auf ihr Urteil wartete. Es kam jedoch nie dazu, da mich ein kleiner Mann mit weißem Haar und großer, runder Brille mit ziemlich ernstem Gesichtsausdruck ansah. Nach einem kurzen, abschätzenden Blick auf mich räusperte sich der Mann und sprach: »Entschuldigen Sie, ich weiß, dass Sie hier in dieser Hütte zu Gast sind, aber ich muss fragen, haben Sie letzte Nacht etwas Seltsames gesehen oder gehört? Weil ich heute Morgen etwas Schreckliches zwischen unseren beiden Hütten gefunden habe, das Sie meiner Meinung nach sehen sollten.« Er hielt inne und rückte seine Brille zurecht. »Es tut mir leid, mein Name ist Thomas, ich wohne nebenan. Ich musste Sie warnen, da ich gesehen habe, dass diese Wohnung wieder vermietet wird.« Ich stellte mich vor und während ich sprach, bemerkte ich, dass seine Augen hin und her blickten, besonders aber in einen Bereich in der Nähe der Terrasse der Hütte. »Nun, ich denke, es ist besser, wenn du es selbst siehst.« Er bedeutete mir, ihm zu folgen, und ich gehorchte. Wir gingen etwa auf halber Strecke den Weg zum Ufer entlang, der zwischen Hütte und dem Haus dieses Mannes lag. Und als wir uns einer kleinen Baumreihe in Ufernähe näherten, bot sich uns ein schockierender Anblick. Es handelte sich um die abgeschlachteten Überreste von etwas, das wie mehrere Hirsche aussah. Sie waren völlig auseinandergerissen worden. Überall war Blut und überall waren Fell- und Knochenfragmente verstreut. Ein grausames Beispiel ungemilderter Brutalität. Ich wusste nicht, wer das hätte tun können. Kein Tier, das ich kannte, wäre so rücksichtslos brutal. Als ich dort stand und den Anblick der Grizzlybären genoss, sprach Thomas erneut. »Das habe ich heute Morgen hier gefunden, als ich meinen Morgenspaziergang zum See machte, um mir die Beine zu vertreten. Wir hatten gelegentlich einen Bären und einmal sogar einen Berglöwen, aber sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, ob das, was auch immer sie getötet hat, zum Jagen oder einfach nur zum Töten gekommen ist. Es ist noch so viel übrig, aber es liegt überall herum und wurde von niemandem, der zum Essen getötet hat, sauber gemacht.« Ich war so schockiert, dass ich kaum alles hörte, was er sagte. Das war dieselbe Gruppe Hirsche, die ich letzte Nacht gesehen hatte. War das, was sie getötet hatte, so nah an der Hütte gewesen? Meine Gedanken rasten, während sich meine Ängste verstärkten. »Alles in Ordnung?« sagte Thomas und klang besorgt. »Es tut mir leid, Sie haben recht, das ist schrecklich. Ich habe letzte Nacht außer diesen Hirschen keine Tiere gesehen und es schien ihnen damals gut zu gehen.« Ich beschloss, die bizarren Geräusche und Lichter vom See und den Vorfall mit dem Objekt nicht zu erwähnen, da ich selbst an allem zweifelte, was passiert war und nicht hundertprozentig sicher war, dass es kein Traum war. »Okay, Junge, sei einfach vorsichtig. Was auch immer diese Hirsche erwischt hat, hat keine Spuren hinterlassen.
und etwas so Brutales, das so schnell töten kann und mit dem man nicht leichtfertig umgehen darf, verstehen Sie?« Ich nickte mit dem Kopf und dankte ihm für seine Besorgnis. Und er ging wieder den Weg hinauf und schaute in einer teilweise paranoiden Manie, die ich ihm nicht verübeln konnte, nach links und rechts. Ich empfand es als einen sehr besorgniserregenden Zufall, dass diese Tiere in derselben Nacht verstümmelt werden konnten, in der sich der ganze Wahnsinn mit dem klingenden Objekt und den leuchtenden Lichtern ereignete. Was auch immer es war, es gefiel mir nicht. Ich wollte gerade wieder in mich hineingehen, als Claudia mir zurief und mir zuwinkte, ich solle in der Ferne warten. Ich traf mich mit ihr und sie sah ebenfalls überrascht und besorgt aus. »Ja, Tom hat uns gleich die Warnung gegeben. Wirklich beängstigend, dass, was auch immer es ist, so gewalttätig und territorial ist. Ich weiß nicht einmal, ob ich das meiner Tante Carol sagen werde, da sie diese Hirschfamilie geliebt hat und da es ihr das Herz brechen wird, wenn sie weg sind.« Sie schaute mit düsterem und nachdenklichem Blick zu ihrem Haus hinüber und drehte sich wieder zu mir um. »Oh, tut mir leid, ich habe gestern noch nicht einmal erwähnt, dass ich hier bei meiner Tante Carol lebe. Sie hat mich großgezogen, seit meine Eltern verstorben sind, und sie hat Tiere immer geliebt. Es gibt hier Enten, Hirsche, Eichhörnchen und alle möglichen Tierfreunde, die sie hier findet. Es geht ihr gesundheitlich nicht so gut und diese Nachricht wird für sie schwer zu hören sein, wenn sie sich fragt, was mit der Hirschfamilie passiert ist.« »Es tut mir leid. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen?« Ich fragte, ohne wirklich zu wissen, was ich tat. »Nein, das ist schon in Ordnung. Schön, dass du fragst. Sei einfach vorsichtig und schrei, wenn du etwas Seltsames siehst oder hörst. Um auf der sicheren Seite zu sein, bleibt man nachts am besten drin, also keine nächtlichen Spaziergänge wie letzte Nacht«, sagte sie, während sie zwinkerte und zurück zu ihrem Haus ging. »Hatte sie letzte Nacht alles gesehen?« Ich fragte mich, wie viel sie sah oder ob sie das seltsame Klingeln dieses Objekts oder das unheimliche Leuchten des Sees hörte. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, was ich tun sollte. Ich dachte, ich sollte endlich in die Stadt fahren und ordentlich Proviant besorgen. Ein paar Stunden später kehrte ich mit Essen, Getränken und ein paar zufälligen Gegenständen, die ich während meines Aufenthalts dort besorgen wollte, in die Hütte zurück. Ich war ein wenig erschüttert darüber, dass die Hirsche so abgeschlachtet wurden. Und das geistige Bild erinnerte mich daran, wie verletzlich ich war. Ich hatte weder das nötige Geld noch die nötige Zeit, um einen Schusswaffenkauf abzuwickeln. Um meine Bedenken aus dem Weg zu räumen, besorgte ich mir für alle Fälle eine Packung Bärenstreitkolben und ein Jagdmesser. Ich habe mir auch ein paar Kosmetikartikel wie ein Taschenspiegel besorgt, da ich mir auf dieser Reise mehr Sorgen um mein Aussehen gemacht habe, als ich gedacht hätte. Ich musste zugeben, dass ich zumindest indirekt versuchte, Claudia zu beeindrucken. Also nahm ich mir den Spiegel, einen Kamm und ein paar andere Dinge, um mich zu verschönern. Ich ging hinein und versuchte vor Einbruch der Dunkelheit noch ein paar Stunden mit dem Schreiben zu verbringen. Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren und meine Gedanken wanderten immer wieder zu diesem bizarren Licht am See. Ich wollte wissen, was hier wirklich vor sich ging. Es konnte nicht nur meine Einbildung gewesen sein. Da ich keine Fortschritte machte, beschloss ich früher Schluss zu machen und hoffentlich einigermaßen gut zu schlafen, da es mir letzte Nacht so schwer gefallen war, zur Ruhe zu kommen. Es gelang mir ziemlich schnell einzuschlafen, aber nach ein paar Stunden wurde ich von einem schrecklichen Schrei geweckt. Ich sprang erschrocken aus dem Bett und wäre bei dem Gerangel in der Dunkelheit fast umgefallen. Es war seltsam, wie bereit ich mich fühlte, fast so, als würde ich unbewusst damit rechnen, dass etwas passieren würde. Ich rannte mit Taschenlampe und Bärenkeule nach draußen und trug nur meine Boxershorts und ein T-Shirt. Ich hatte das Messer vergessen, aber ich hatte jetzt keine Zeit zurückzublicken. Es war kalt und ich bereute es, mich nicht angezogen zu haben. Aber wenn jemand dringend Hilfe brauchte, spielten meine Bescheidenheit und mein Trost keine Rolle. Ich sah mich um und versuchte, den Ursprung des Schreis herauszufinden. Als ich einen Blick in Richtung des Sees warf, war ich entsetzt, als ich sah, dass ich am Ufer des Sees ein unheimliches Miasma aus Nebel sammelte. Und bei näherer Betrachtung schien es die gleiche, strahlende Farbe zu haben wie der See in dieser Nacht. Ich wusste, dass das, was auch immer geschah, jetzt zusammenhängt. Ich hielt einen Moment inne und lauschte und hörte das Zersplittern von Glas und auch ein Geräusch, als würde Holz brechen. Es klang, als käme es aus der Richtung von Claudia und dem Haus ihrer Tante. Ich setzte mich in Bewegung, sprintete hinüber und stolperte fast über den dunklen Weg. Ich musste schnell dorthin, da passierte etwas Schlimmes.
Als ich bei ihrem Haus ankam, sah ich, dass die hintere Fliegengittertür aus den Angeln gerissen war. Die Glasscheibe der eigentlichen Hintertür war zersplittert und es gab einen schrecklich aussehenden Riss in der Tür, als hätten riesige Krallen daran gehakt. Ich umklammerte den Bärenstreitkolben fester in der Hand und hatte plötzlich das Gefühl, dass er für das, was auch immer das war, nicht ausreichen würde. Ich nahm all meinen Mut zusammen und trat ein. Als ich das Haus betrat, begann es in meinem Kopf zu klingeln und meine Zähne begannen fast zu klappern vom Summen der Energie und der seltsamen geheimnisvollen Rückmeldung dessen, was auch immer hier bei uns war. Ich fragte mich, wo Claudia oder ihre Tante sein könnten. Es kam keine Antwort, aber ich hörte was anderes, etwas viel Schlimmeres. Es hörte sich an, als würde ein Riese mit schleppenden Füßen dahin stapfen. Auch im Haus bewegte sich eine monströse Masse. Und ich fiel zurück und drückte mich in der Dunkelheit an eine Wand. Ich glaubte oben etwas zu hören und hielt den Atem an, als ich gerade rechtzeitig um die Ecke spähte, um zu sehen, wie ein Tisch krachend gegen die Wand geschleudert wurde. Ich zuckte angesichts der explosiven Zerstörung zusammen. Als ich einen weiteren Blick darauf warf, war der Raum dunkler und ich sah, dass eine Deckenleuchte auf dem Boden lag und demoliert war. Ich hielt den Atem an und beobachtete, oder besser gesagt, ich hörte in fassungslosem Schweigen zu, als mir klar wurde, dass das Ding immer noch da drin war. Ich konnte es hören, aber nicht sehen. Keine sichtbare Spur außer der Ruine, die es hinterließ. Aber die Geräusche waren schrecklich und ich spürte einen pulsierenden Schmerz in meinem Kopf, als ich ein schwaches Glockenspiel hörte. Es gab ein wogendes, zermalmendes, schlappendes Geräusch, als würde ein Baum langsam über den Boden gleiten. Die Balken des Hauses gaben nach, als sich der unsichtbare Albtraum über den Boden bewegte. Was auch immer es verursachte, es war riesig, aber warum konnte ich es nicht sehen? Meine Gedanken rasten und ich wusste, dass ich etwas tun musste. Ich hatte große Angst weiterzumachen, aber ich musste versuchen herauszufinden, ob Claudia und ihre Tante in Sicherheit waren. Und selbst wenn ich das Ding, was auch immer es war, nur ablenken könnte, würde es ihnen vielleicht Zeit zur Flucht geben. Meine Planung wurde abgebrochen, als von oben ein weiteres Geräusch kam und ich ein krachendes Ansturmgeräusch hörte und das Geländer auf der Treppe mit gewaltiger Kraft abbrach. Ich schluckte schwer und eilte nach dem unsichtbaren Albtraum um die Ecke die Treppe hinauf. Ich kam gerade rechtzeitig an, um Claudia schreien zu hören. Sie jammerte und weinte und ich konnte verstehen, warum, als ich oben an der Treppe ankam und den Flur hinunterging, um mein Schlafzimmer zu sehen, in dem sie sich wahrscheinlich versteckt hatten. Claudia kauerte in einer Ecke des Zimmers und sah zu, wie eine unsichtbare Kraft, eine älter aussehende Frau, die ihre Tante gewesen sein musste, in Stücke riss. Die arme Frau war noch am Leben, als ihr die Gliedmaßen abgerissen wurden und der Blutstrahl einen seltsamen Lichtton erzeugte, als er gegen das unsichtbare Wesen, das sie angriff, zu spritzen und sich dann darin aufzusaugen schien. Ich duckte, setzte mich neben den Türrahmen und versuchte durch den Wahnsinn dessen, was vor sich ging, zu atmen und mich zu konzentrieren. Wenn ich nicht bald handelte, wäre Claudia der Nächste, also schnappte ich mir ein zersplittertes Stück Holz vom Geländer und warf es so laut ich konnte die Treppe hinunter. Es gab eine Pause in den Bewegungen der Kreatur. Ein schrecklicher Moment verging mit einer beunruhigenden Stille. Das einzige Geräusch waren jetzt die gedämpften, aber erstickten Schreie von Claudia, als sie versuchte, sich vor dem Ding zu verstecken, das ihre Tante beansprucht hatte. Ich dachte, meine Ablenkung hätte vielleicht funktioniert, aber ich wollte genau hinschauen, um zu sehen, ob sich irgendetwas in dem Raum bewegte, um herauszufinden, wo das Ding stehen könnte. Ich holte den Taschenspiegel heraus, den ich zuvor gekauft hatte, und platzierte ihn in der Nähe der Türecke. Ich benutzte ihn, um mich umzusehen und zu sehen, was passierte. Und als ich hinsah, war ich an der Reihe, ein so tiefes Entsetzen zu unterdrücken, dass ich fast aufgegeben hätte. Trotz seiner vorherigen Unsichtbarkeit gelang es einem Trick des Nachdenkens, die wahre Form des Dings zu enthüllen. Und mein Herz versagte fast, als ich einen Blick auf das Ding werfen musste. Das Monster war in seinen Entsetzen und seiner völligen Entfremdung unbeschreiblich. Eine sich windende Masse aus krallenbewehrten Vorderbeinen, nutzlosen Ranken oder Fühlern und großen, röhrenartigen Anhängseln, die dort herauswuchsen, wo seine Augen hätten sein sollen, und alles eingehüllt in einen Dunst des schrecklichen, tödlichen Lichts vom See aus gesehen
und dieses Artefakt. Ich betrachtete das titanische Spiegelbild des Albtraums und war wie gelähmt vor Angst, bis mir klar wurde, dass meine Ablenkung nachgelassen hatte und das Wesen seine schreckliche Masse wieder auf Claudia richtete. Sie war gefangen und würde sicherlich sterben, wenn ich nicht eingreifen würde. Ich zwang mich, mich zu bewegen, kanalisierte ein gewisses Maß an fast selbstmörderischem Mut, den ich mir selbst nicht zugetraut hätte, und stürmte in den Raum. Ich benutzte den Spiegel als Orientierungshilfe, um zu sehen, wo die kolossale Abscheulichkeit stand. Und während sie mir den Rücken zuwandte, schlug ich den Bereich in der Nähe der Stelle, an der die Augen hätten sein sollen, mit der Bärenkeule. Es gab ein monströses Grollen und eine Welle von Übelkeit erfüllte meine Magengrube, als ich glaubte, sowohl nahe als auch ferne Lautäußerungen zu hören, deren Diskrepanz drohte, mich bewusstlos zu machen. Was auch immer passiert war, es schien ihm nicht zu gefallen. Ich eilte zu Claudia und zog sie hoch. »Wir müssen jetzt gehen!« Ich schrie sie an und versuchte, sie zum Bewegen zu bekommen. Es schien funktioniert zu haben und ich hatte sie aus ihrer katatonischen Angst gerissen. »Wo ist es hin? Was ist es? Es hat Tante Carol getötet«, sagte sie mit etwas noch fast völligem Schock. »Es ist immer noch hier. Wir müssen jetzt rennen. Beeil dich!« Um meinen Standpunkt zu unterstreichen, war ein krachendes Geräusch zu hören, als ein Bücherregal von der Wand gerissen wurde, ohne dass ein Ursprungsort für die Zerstörung erkennbar war. Wir rannten am Rande des Raums entlang und machten einen weiten Bogen um den letzten Bereich, in dem ich das Ding sah. Währenddessen begann das Grollen zu verklingen. Ich wusste nicht, ob das bedeutete, dass es sich von der Bärenkeule erholte und uns wiedersehen würde. Ich wollte nicht lang genug bleiben, um es herauszufinden. Wir rannten aus dem Zimmer und Claudia stieß einen weiteren Schrei aus, als sie sah, was ich später sah, als ich zurückblickte. Ein kleines Stück Glas im Zimmerfenster, das nicht durch das donnernde Gebrüll des Monsters zersplittert war, hatte eine reflektierende Oberfläche bereitgestellt, die gerade groß genug war, um etwas sehen zu können. Und was wir sahen, war die übel riechende Gestalt des Monsters, die langsamer wurde und uns aus dem Raum folgte. Dieser Anblick reichte aus, um uns beide in einer rasenden Flucht aus dem Haus und in den Vorgarten zu treiben. Wir schauten nicht zurück, obwohl ich bemerkte, dass Claudia es wollte. Denn hier war sie aufgewachsen und das war ihr Haus und ihre Tante, die sie großgezogen hatte. Obwohl sie weg war, war das Zögern immer noch da. Ich drückte ihre Hand und versuchte, sie zu ermutigen. »Es tut mir so leid. Sie ist weg, aber du schaffst das. Du kannst überleben, das werden wir beide, aber wir müssen gehen.« Sie nickte grimmig und ich merkte, dass sie widerstrebend zustimmte. »Du hast recht. Ich kann einfach nicht glauben, dass das passiert. Was ist das für ein Ding?« »Ich weiß nicht, aber wir haben keine Zeit, es herauszufinden. Lass uns zu meinem Auto gehen und verdammt nochmal hier verschwinden.« Wir gingen den Weg hinunter zu meiner Hütte. Kurz nachdem wir den Weg erreicht hatten, hörten wir hinter uns ein donnerndes Geräusch. Es war wie eine Abrissbirne, die durch das Gebäude ging und wir wussten, dass das Ding herausgekommen war. Wir fingen an, den Pfad hinunter zu sprinten und als wir uns über ihn stürzten, stolperte ich und stürzte ich hinüber, wobei ich beinahe den anderen Hang des Hügels hinunter in Richtung See stürzte. Claudia war da und half mir, auf die Beine zu kommen. Ich dankte ihr. Aber meine Worte versagten mir fast, als ich sah, wie die Bäume hinter uns von dem Ding, das uns folgte, gestoßen, gebogen und in einigen Fällen direkt zerbrochen wurden. Immer noch nichts zu sehen, außer dem Brechen und Drehen von Bäumen und dem schrecklichen, wogenden, gleitenden Geräusch, das die schiere Zerstörungskraft des Monsters begleitet. Wir schafften es zum Auto, aber mein Herz sank, als ich merkte, dass die Schlüssel drin waren. »Was? Was ist das? Fahr! Komm, lass uns fahren!« flehte Claudia. Verzweifelte Angst klang in ihrer normalerweise ruhigen Stimme. »Die Schlüssel sind drin!« gab ich mit niedergeschlagenem Entsetzen zu. Ich sagte ihr, sie solle mit mir kommen, falls das Ding das Auto erreichen sollte. Wir stürmten in die Hütte. Ich kroch durch das Zimmer und fand die Schlüssel. Der Sieg war nur von kurzer Dauer, als wir hörten, wie die Hüttenwände von der Kreatur zerschmettert wurden. Wir dachten, wir wären im Untergang geweiht, aber draußen hörten wir den Knall eines Schusses. Das Monster gab die Belagerung der Hütte auf und das Knallgeräusch verstummte. Doch es folgten drei weitere Schüsse und dann Schreie. Ich schnappte mir die Schlüssel und wir stürmten gerade rechtzeitig aus der Tür, um zu sehen, wie
wie Thomas von einer unsichtbaren Kraft in der Luft schwebte und sein Gewehr auf etwas unten abfeuerte, wo er in der Luft gehalten wurde. »Geht einfach! Rettet euch!« schrie Thomas verzweifelt. Er sah aus, als würde er versuchen, etwas anderes zu sagen, aber wir sahen voller Entsetzen zu, wie sein Kopf von seinem Körper getrennt wurde. Claudia schrie erneut auf und ich nahm ihre Hand und wir eilten zurück zum Auto. Ich schaltete den Zündschlüssel ein und verließ die Einfahrt. Wieder besseren Wissens warf ich einen Blick zurück in den Rückspiegel und sah etwas, das für immer in meinen Albträumen weiterleben wird. Ich sah die ganze schreckliche Aussicht auf den See im Rückspiegel. Es leuchtete und schimmerte im höllischen Licht und schien sich nun auch über das Land auszubreiten. Der wahnsinnige Anblick wurde von einem grollenden Zittern der Geräusche der Kreatur begleitet, die noch immer in meinem Kopf widerhallen. Und auf unserer verzweifelten Flucht von diesem Ort, in den unerträglichen Wahnsinn, schien der Motor im Takt mit einem leisen, unheimlichen Glockenspiel zu zünden. Claudia und ich fuhren bis in den Morgen hinein, bis uns fast der Treibstoff ausging. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Wir lebten, aber wie lange? Was war am Oho Black losgelassen worden? Und war es vorbei? Wir haben keine Neuigkeiten aus der Gegend gehört, aber wir wissen auch nicht, was das bedeutet. Ist das Monster wieder in seinen Schlaf im See zurückgekehrt? Oder beginnt sein schrecklicher Amok gerade erst? Ich kann dir nur Folgendes sagen. Wenn du in den Urlaub fährst, sei bitte vorsichtig und fahr um Himmels Willen nicht zum Oho Black. Pass auf dich auf. So Leute, damit kommen wir wieder zum Ende. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsmoment war. Und keine Sorge, wir hören uns schon bald wieder.